Heute bei uns in 10 vor 8 auf Express.tv, auf Express.at. Bundesministerin für Wirtschaft und Digitales, Margarete Schramböck, herzlichen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Wir haben ja jetzt turbulente Zeiten. In der ÖVP geht es rund. Man hat hier natürlich auch in der Regierung momentan eine Situation, die man noch nie erlebt hat. Wie geht es jetzt die nächsten Wochen weiter? Ja, aus meiner Sicht ist das natürlich eine herausfordernde Situation für alle. Aber wir von ÖVP haben ganz klar gezeigt, dass wir bereit sind, weiterzuarbeiten. Wir sind angetreten, damals bei der Wahl für Österreich zu arbeiten. Wir haben auch die Mehrheit, die meisten Stimmen bekommen. Und dafür stehen wir auch, dass wir den Standort, dass wir Österreich voranbringen. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was wir alles zustande gebracht haben in dieser Zeit, da ist da ganz, ganz viel drinnen. Den Familienbonus eingeführt, die Steuern reduziert, den Wirtschaftsstandort gestärkt. Österreich ist besser durch diese Krise gekommen, wirtschaftlich als die meisten anderen Länder, auch als Deutschland. Und ich glaube, jetzt müssen wir in die Zukunft schauen und an unseren Projekten weiterarbeiten. Das war jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Weitermachen, dass man jetzt die Projekte, die schon beschlossen sind, jetzt auch dann im Parlament, im Nationalrat auch noch durchwinken kann und dass die auch wirklich in Kraft treten. Ja, absolut. Wenn wir uns die Steuerreform anschauen, da ist ein riesiges Standortpaket mit drinnen. Es geht darum, die österreichischen Unternehmen so zu stärken, damit sie Arbeitsplätze schaffen. Das ist ja dafür da, dass wir sie unterstützen, dass Nachfrage angekurbelt wird, weil wir die Steuern senken, dass wir die Menschen entlasten. Und dazu stehen wir auch, dass wir die Projekte, die primär auch wir vorangetrieben haben, dass wir die natürlich auch umsetzen können. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Wie ist jetzt eigentlich die wirtschaftliche Situation für Österreich und Europa? Also wir hatten hier jetzt eine besonders niedrige Arbeitslosenquote und gehen ja mit ziemlich viel Zuversicht in die Zukunft. Ja, ich glaube, wir haben in dieser Covid-Krise gezeigt, dass wir da sind und dass wir Wirtschaftshilfen auch ausschütten. Ich war jetzt vor kurzem in Estland. Da ist bei vielen Unternehmen im Tourismus zum Beispiel noch kein einziger Euro angekommen. Also da ist kein Geld angekommen. Und jetzt ist die Wirtschaft, die österreichische, wie eine Rakete wieder durchgestartet. Das betrifft sowohl die Reduktion der Arbeitslosenzahlen, die sind geringer als 2019, und natürlich auch das Wirtschaftswachstum. Wir sind im Moment besser unterwegs als Deutschland. Und dieses Momentum müssen wir jetzt auch halten. Es gibt neue Herausforderungen in den Wertschöpfungsketten. Und dafür müssen wir da sein, dass wir jetzt an dem arbeiten. Aber durchgekommen sind wir besser als viele andere Länder in Europa. Die Steuerreform ist ja auch in Deutschland von Experten sehr gut bewertet worden. Was bringt die Steuerreform jetzt dem Wirtschaftsstandort Österreich und vor allem den Wirtschaftstreibenden, den Unternehmen ganz konkret? Ja, ganz konkret geht es darum, dass wir die Nachfrage ankurbeln. Das tun wir immer, indem wir Steuern senken. Also für die kleineren Einkommen, wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter im Unternehmen mehr bleibt, ja, und die meisten, die größten Arbeitgeber in Österreich sind die KMUs, nicht im Einzelnen, aber in Summe, die Familienbetriebe, dann haben natürlich die Firmen auch was davon. Das fließt in Konsum. Ein zweites großes Thema ist, dass wir wohl das einzige Land sind, das Steuern reduziert. Die anderen sprechen von Steuererhöhungen. Jetzt in Deutschland mit dieser möglichen neuen Konstellation wird schon fleißig über Steuererhöhungen gesprochen, die Unternehmen zu belasten. Wir entlasten, indem wir die Körperschaftssteuer senken und für mich ganz wichtig, das positive Vorbild Investitionsfreibetrag. Investitionsprämie war das Vorbild und jetzt werden wir einen Investitionsfreibetrag einführen. Was heißt das einfach? Wir unterstützen die Firmen bei Investitionen, damit sie dann Arbeitsplätze schaffen können. Mhm. Vor kurzem mit Thomas Stelzer, dem Landeshauptmann von Oberösterreich, gesprochen und der hat mir gesagt, eigentlich läuft es gut, die Situation ist hervorragend für die Wirtschaft, es fehlen aber Arbeitskräfte, also wirklich gelernte Fachkräfte. Kann man dem irgendwie dagegen wirken? Was ist jetzt die Situation hier für Gesamtösterreich? Ist das in allen Bundesländern so? Ja, wir haben ein Vorzeigemodell und das Vorzeigemodell ist die österreichische Lehre. Wenn auch Österreicher und Österreicherinnen, manchmal das wird immer wieder kritisiert, aber wenn man ins Ausland geht, dann beneidet einen jeder drum. In den USA, in Italien, ich war vor ein paar Tagen in Italien, die haben 30% Jugendarbeitslosigkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wir haben nicht einmal 8%. Im Prinzip kann jeder Jugendliche auch einen Job finden, wenn er das möchte. Regional haben wir Unterschiede.
Wir haben in Wien eine viel höhere Arbeitslosigkeit, auch unter Jugendlichen. Wir haben dort zu wenig Lehrplätze, die angeboten werden. Aber in Summe habe ich über Österreich ca. 7.000, 6.000 offene Lehrplätze. Das heißt, jeder, der bereit wäre, auch die Hauptstadt zu verlassen und mal nach Linz zu gehen für die Ausbildung, da wäre das möglich. Da gibt es ganz, ganz viele auch Programme, die die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, manche sind ja schon über 18, noch begleiten. Ich glaube, da weiter drauf zu setzen, das ist mir als Lehrlingsministerin, ich bin ja für die Lehre zuständig, ein wesentlicher Punkt. Und da gibt es zwei große Ziele. Lehre für Erwachsene. Wir werden das Problem nicht immer lösen, indem wir uns immer wieder auf die jungen Männer mit 15, 16 konzentrieren, weil die werden demografisch nicht mehr. Wir brauchen Lehre nach der Matura, nach der AHS-Matura, eine Lehre, das heißt duale Akademie, zum Beispiel 2 Jahre Digitalisierung lernen oder E-Commerce lernen oder einen anderen IT-Lehrberuf, die sind alle überarbeitet. Oder Umwelttechnik, ich kann Recycling-Management lernen, bin ich mit 20 fertig. Das sollte sich wirklich jede Familie überlegen, die einen Maturanten, eine Maturantin in der AHS hat. Denn die studieren manchmal auch etwas, was sie nicht so genau wissen, ist das das Richtige, investieren sehr viel Zeit. Ich schlage vor, oder meine Empfehlung ist, in die Unternehmen gehen, nach der AHS-Matura 2 Jahre und danach studieren. Ich kann garantieren fast, dass die Unternehmen dann auch die Ausbildung mitbezahlen. Fehlt noch in Österreich so eine gewisse Flexibilität, dass man, da Sie haben es schon erwähnt, von Wien nach Linz, das sind ja mit dem Zug jetzt 1,5 Stunden maximal, also 1,15 glaube ich nur, dass man hier sich noch immer diesen Weg verweigert, dass man woanders dann arbeiten will oder sich einen neuen Arbeitsplatz in Österreich sucht? Ja, ich glaube, es sind 2 Punkte. Das eine ist, wenn man nach Deutschland schaut, da ist es ganz üblich, nach einer Matura, nach einem Abitur heißt das dort, eine Lehre zu machen. Also wenn wir schauen, Geschäftsführer, Vorstände in deutschen Unternehmen haben diesen Weg oft eingeschlagen. Das heißt nicht, dass sie nachher nicht studieren, sondern sie studieren das, was sie dann genauer und besser wissen. Also das dürfen wir in Österreich auch noch machen. Da werde ich immer verwundert angeschaut von den Familien, wenn sie sagen, was nach der AHS-Matura eine Lehre machen. Wir haben die duale Akademie dafür geschaffen, also das habe ich geschaffen. Der Pilot ist Oberösterreich, ich habe einen Erlass gegeben, wir können das jetzt in ganz Österreich ausrollen und das bedeutet, dass sie die besten Chancen für die Zukunft haben. Und das Zweite ist natürlich die Flexibilität, dort auch hinzugehen, wo die Jobs angeboten werden in Oberösterreich, das ist nicht so weit weg. Dort wird ganz, ganz viele, werden viele Jobs für junge Menschen angeboten und da spreche ich natürlich die über 18-Jährigen an. Mhm. Auch da gibt es viele in Wien, die einen Job suchen. Wir haben allein 30.000 circa Asylberechtigte unter 30 Jahren, die nicht arbeiten, die keinen Job haben. Und da würde aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen sprechen, mal die Ausbildung wo zu machen und dann wieder zurückzukehren. Und habe auch in Oberösterreich positive Beispiele dazu gesehen. Ganz große Rolle seit Beginn der Corona-Krise spielt ja auch die Medikamentenproduktion und die Pharmaindustrie. Welche Rolle spielt da jetzt Österreich oder was für Rolle können wir da jetzt noch spielen? Also Sie sind ja hier mit Initiativen dabei. Was kann man da jetzt konkret von der Bundesregierung aus fördern, dass hier Österreich eine noch bessere Rolle spielen kann? Ja, wir stellen in den nächsten 2 Jahren in meinem Ministerium 100 Millionen Euro zur Förderung zur Seite Pharma- und Medizintechnik. Und man darf da nicht immer an die ganz großen Unternehmen denken, die in Österreich tätig sind, die Novartis oder Boehringer Ingelheim, sondern wir wachsen ganz besonders bei den innovativen Kleinen, die Erfindungen haben, die uns auch den Covid-Impfstoff gebracht haben. Weil es war nicht Pfizer oder Johnson & Johnson, sondern erfunden hat es ein kleineres Unternehmen, ein innovatives, das wo auch Experten und Professoren und Wissenschaftler aus Österreich ganz stark mit beteiligt waren. Und für die stellen wir das auch zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen die Innovation und die Kraft bei diesen kleinen, stark wachsenden Unternehmen. Da wachsen wir viel stärker als Deutschland zum Beispiel.
Und das andere ist Produktion. Wir müssen wieder hier herstellen. Es geht nicht, dass wir keine Antibiotika mehr in Österreich herstellen. Da habe ich Kundl gerettet mit Novartis und Sandoz. Da hätte das schon abwandern sollen. Es zeigt schon, dass man auch als Politiker an die Seite der Unternehmen springen kann und dafür sorgen, dass die Penicillinproduktion in Österreich bleibt. Ein Schlagwort, das wir Journalisten ja auch immer verwenden dann in unserer ständigen Berichterstattung, ist das Schlagwort der Digitalisierung. Wie schaut es da eigentlich aus für die Wirtschaft in Österreich vom Nachwuchs her? Wird das jetzt in den Schulen schon ausreichend gefördert? Oder was hören Sie jetzt von den Unternehmen? Was sind so die Wünsche, die an Sie herangetragen werden? Ja, also digitale Ausbildung, das ist natürlich Teil unseres Lebens. Und man muss aufhören zu sagen, das eine ist die normale Ausbildung, das andere ist die digitale Ausbildung. Es gibt nur eine Ausbildung und die muss zeitgemäß sein. Und das ist mit digitalen Inhalten. Und nicht nur, da geht es nicht um Kommunikation. Viele glauben ja oft, da geht es darum, dass die Jugendlichen chatten können. Das können sie privat auch. Sondern es geht darum, dass sie Fähigkeiten lernen, Dinge zu gestalten, ein Projekt zu machen. Und da freue ich mich, dass ich damals den Teil für die Bildung hauptverhandeln durfte. Und da steht natürlich in dem Bildungsteil in jedem zweiten Wort Digitalisierung drin. Und jetzt wird ausgerollt. Die digitalen Endgeräte, mobile Endgeräte, 40, 50.000 haben die Jugendlichen schon gekriegt. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich habe damals auch davon profitiert, dass es ein gratis Schulbuch gegeben hat. Und jetzt braucht es ein gratis mobiles Endgerät für die Kinder. Es kann keinen Unterschied machen, ob ich jetzt aus einer Familie am Land bin oder in der Stadt, welche die mehr verdienen oder weniger. Das ist eine Grundausstattung. Das ist uns gelungen und da sind die Unternehmen auch sehr guter Dinge, dass mittelfristig das dann sehr gut werden kann. Und was braucht es? Eine digitale Uni in Linz, das ist auch jetzt in der Umsetzung. Uns braucht Know-how für die Mitarbeiter in den Unternehmen und da gibt es Programme von meiner Seite. Abschließende Frage. Ihre persönliche Einschätzung, wie lange kann die Regierung jetzt unter diesen Vorzeichen noch so weiterarbeiten und bestehen? Was wird das jetzt in der Zukunft noch alles auf uns zukommen? Ja, wenn wir auf Österreich schauen, dann haben wir jetzt ein Momentum des Wachstums. Das müssen wir halten und ich glaube, da trägt jeder die Verantwortung. Wir als ÖVP nehmen diese. Ich hoffe, dass die von Koalitionspartnern auch da ist. Zumindest sieht man die Signale so. Jetzt heißt es arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten. Dafür sind wir in den Positionen und in den Funktionen. Letztendlich interessiert sich niemand so sehr für dieses politische Hin und Her. Ich komme aus der Wirtschaft und die Zeit deutlich die Erwartungshaltung, hier weiter die Projekte umzusetzen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Minister. Ich gebe zurück ins Studio.